Lachs nehmen wir jetzt auch noch mit, dass uns nicht da wieder mangelt dann. Das Eisen da oben, das nehmen wir auch gleich noch mit. Na komm schon. Man da immer wirklich mit der Nase drauf trotzen. Laut Musik wird es jetzt schon wieder Nacht. Wobei. Ist es wegen dem Gewitter eh schon dunkel oder ist es wegen dem Gewitter die Musik? Da oben dieses Heiligtum in weiter Ferne. Okay. Ah, ich habe das dumpfe Gefühl, dass wir früher oder später wieder Lehm da unten holen müssen am Fluss. Das können wir aber ab morgen dann wieder machen. Ich hole da unten noch dieses bisschen Flachs. Und dann fühle ich jetzt aber auch die Nacht reinbrechen. Das bisschen können wir auch noch mitnehmen vielleicht. Na? So, zum Glück spawnen die Bäume schnell genug nach. Wenn nicht, hat man hier noch einen Reservewald. Dann schauen wir mal. Hm. Kann ich hier ein Treppchen noch hinbauen? Da gibt es wahrscheinlich. Achso, Hammer. Holzzeug. Wenn ich die Treppe, kann ich die im Boden verschwinden lassen? So ein bisschen. Na. So, ja. Die Ausrichtung immerhin schon mal. Aber nee. Müssen wir wohl rein. Reinspringen. Okay. Fackel. So. 136 Holz. Guck mal hier. Ja, das ganze Lein. Leder brauchen wir nicht. Leder, das kommt glaube ich von dem Pferdchen. Ich die Maus ein bisschen zu. Feine Harz, legen wir auch mal weg. Das hier scheint auch Mutterkorn. Das hier scheint auch. Die grünen Dinger da, die scheinen ein bisschen besonderer zu sein. Wie in den meisten Spielen. So grün, lila, orange, für legendär dann. So, das nehmen wir noch mit. Hier den Flak. Toll. Nein, lassen wir mal noch. Granit brauche ich bis jetzt auch noch nicht. Birne, ja, egal. Zweige, die gehen mir glaube ich jetzt schon auf die Nerven, solange ich nicht weiß, was ich damit machen kann. So, dann schauen wir doch jetzt mal weiter. Holzdecke. Na? Hey. Och Mensch. Wollt mich doch verkackeiern hier. So. Das habe ich. Seht ihr, das meine ich. Hier. So. So. Schwachbuch. So, dann haben wir hier mal eine Zwischendecke eingebaut. Die nächste Werkbank könnte auch mal angeschaut werden. Waffenwerkbank. Ich habe ja eigentlich. Ich habe jetzt. Ah, eine Holzbearbeitungswerkbank habe ich. Kann ich die Schwerteile herstellen an der Waffenmontage? Die machen wir einfach hoch. Ne? Mache ich hier mal noch eine Geocasting-Werkbank hin. Wenn es denn geht. Ne? So, dass wir schön aus dem Fenster rausgucken können. Da fehlt jetzt Lehm. Okay. Na gut. Dann holen wir die eben morgen noch rein. Die Waffenmontage, die mache ich hier hoch.
Kochstation dann oder einen Grill. Auch. Schmelzofen will ich auch unten drin haben. Ich drehe immer in die falsche Richtung. Da andersrum wäre es kürzer gewesen wieder. Ah, jetzt weiß ich aber wieder nicht. Nee, ich mache wieder erstmal. Nein. Oh. Man kann sogar schon fertig gebaute Dinge kopieren. Habe ich gerade gemerkt. Ich habe den Boden kopiert, ohne dass ich es wollte. Ich habe erstmal noch den Balkon, den ich. So. Na? Wirklich? Wir klippen das jetzt auf einmal nur noch in der Mitte. Muss ich den von unten bauen oder was? Scheint so. Ja, sieht doch besser aus. Ne? So. Erstmal klein, aber fein. Und dann können wir immer noch expandieren. Bei Bedarf. Na? Will euch ja eigentlich, das Bausystem haben wir uns ja schon mal angeguckt, will ich ja eigentlich die Verteidigung der Stadt zeigen. Für die, die es interessiert und die es noch nie gesehen haben, bin mir nicht sicher. Oh, diesmal kann man ein bisschen drüber rausbauen. Aber das kommt mir vorhin, letztes Mal ja auch schon. Ein bisschen. Ja, dann schauen wir mal. Fensterwände auf. So. Ja, hier noch ein Fenster, dass ich auch von oben sehe, wer kommt über den Weg. Warum nicht überall Fenster, ne? Sind ja eh nicht groß genug, also. Und wird jetzt hier auch niemand hoffentlich. Ah, die Wände wollte ich. Hm. Ja, egal. Lass ihn mal so. Türchen. Mach mal in die Mitte wieder, oder? Lieber, dass man hier in die Ecke eine Werkbank packen können im Notfall. Genau. Okay, nehmen wir das hin. Ah. Oh, das ist aber hakelig jetzt. Na? Hier. Genau. So. Eini. Haben wir schon den zweiten Stock fertig? Nachher nur noch einen Dachboden oder beziehungsweise das Dach erstmal, ob man dann den Boden noch zwischenziehen. Schauen wir mal. Ein Geländer wäre auch noch nicht so schlecht, ne? Das ist das Dach. Leichtholzzaun. Ja, hier können wir ja sogar. Ah ja, jetzt dreht er sich. So. Der lässt sich jetzt nicht durchziehen oder was? Ah, da brauche ich wieder Seile für. Okay. Und zwar jetzt endlich machen die Zeile mal Sinn. Seile. Die Seile. Aber den lässt sich. Oh. Wieso muss ich auch immer so knapp am Rand bauen? Das hier lässt sich noch positionieren. Hier haben wir halt dann für den Notfall können wir hier runterspringen. So, jetzt haben wir aber Tag. Dann holen wir jetzt noch ein bisschen Lehm. Dort sehe ich ihn schon. Auf dem Weg können wir auch gleich noch ein bisschen Schilf mitnehmen, oder? Wenn welcher da ist. Ah, hier, das ist doch auch irgendwas Seltenes. Natürlich das Öl und Kleber, das habe ich zumindest noch nicht so viel. Falls wir das nachher irgendwann mal brauchen, wieder für Rüstungsbau oder Waffenschmiede oder irgendwas. Hier ist nochmal Flachs.
chill. Juhu, ja, wir haben ja jetzt auch erhöhte Springfähigkeit oder erhöhte Springhöhe oder Sprunghöhe oder... Nee, Moment. Ah! Ich schotte, ich will ja den Lehm, Mann. Toll. Sprunghöhe oder Sprungdistanz? Ich weiß gar nicht, was wir jetzt hier erhöht haben. Hiermit. Gibt's hier nicht noch ein bisschen mehr Lehm? Da oben ist noch... Was ist das? Eisen oder? Ja, scheint. Sieht nach Eisen aus. Hier ist Lehm. Habe ich wahrscheinlich selber um das Eisen gerade gebracht. Na komm schon. Wow, okay. Ich habe gehofft, dass ich hier mindestens zweimal abernten kann. Hey. Ah, verdammt. So, dann holen wir nämlich jetzt hier noch ein bisschen Eisen. Wenn ich denn nicht zu blöd bin zum Ernten. Ah, verdammt. Okay, ich bin zu blöd zum Klettern auf jeden Fall. Das Ernten hat gerade noch so funktioniert. Mal schauen. Ne, hier oben gibt es ja auch kein Erz, kein Lehm mehr, oder? Sowieso nicht. Nee, jetzt schon wieder Prärie. Prärie und Wiese. Oh, wir schweben hier mit der rechten vorderen Ecke ein bisschen in der Luft. Zumindest von weitem. Ja, ein bisschen, aber okay. Mal die noch fertig. Was kann man da noch mal machen? Hallo? Muss ich da jetzt weggucken? Ah, genau. Barrierstange. Ah, hier können wir jetzt Steinachs machen, oder was? Ein Block. Wie macht man den? Fernholz und knorriges Bauholz. Okay. Ein Block mache ich. Im Schmelzofen etwa? Nee, oder? Wiederfüllung. Schön, okay, da können wir uns ja doch noch ein bisschen weiter. Kann Eisenbahn im Inventar machen, oder was? Ich muss immer noch rausfinden, wie ich die Kohle abbaue in dem Fall jetzt. Hm. Ein Elixier des Angriffs, war man denn das her? Balsam der Sprunghaftigkeit, okay, auch schön. Okay, nur weil wir das Rezept hier haben, muss es nicht heißen, dass wir keine Werkbank brauchen, um das herzustellen, aber schauen wir mal. Kohle. So. Können wir jetzt hier aber auch mal die Waffenschmiede. Einen Grill auf jeden Fall hinstellen. Oder machen wir den noch einen Stock höher? Brauchen wir wieder Lehm für? Oh, 8 Lehm noch auf jeden Fall. Und hier Zweige und Seile. Kann ich denn, wie viele Seile kann ich denn herstellen? 12. Wie viel brauchen wir? Wenn ich zu viele Ressourcen einfach. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Okay, 4 Seile. Gut. Vor allem das Harz brauchen wir noch. So, und dann jetzt die Zweige. Endlich mal finden die Verwendung irgendwo.
Ey, ich habe doch jetzt 4 gebaut. So ein Schwachsinn. Okay. Bin ich zu früh aus dem Inventar raus, oder was? Muss man da im Inventar bleiben? Keine Ahnung. Okay. Aber das hat funktioniert bis jetzt. Also Kochbank habe ich da. Den Schmelzofen wollen wir unten hin, haben wir gesagt. Die Waffenbank, die mache ich jetzt auch noch hier hin. Die passt schön in die Ecke auch. Schon wieder die falsche Richtung gedreht. So. Wieder 2 Seile und Holz geht uns jetzt wieder aus. Aber dann machen wir jetzt erstmal die 2 Seile nochmal fertig. Okay, und 2 Holz brauchen. Wir haben eh noch, den Park müssen wir noch nutzen. Ja, die Bäume spawnen auf jeden Fall schnell genug nach. Das ist erfreulich. Braucht man nicht so weit rennen, dafür zumindest. Den Stein dort oben dann in dem Fall auch. Und das Lehm unten auch in dem Fall. Können wir direkt morgen früh, gucken wir gleich mal nochmal runter oder so, mal am Abend schon. Wir rennen am Abend noch mal kurz runter und schauen, ob es dann nachgespawnt ist. Wir sehen sie ja von weit genug weg, von dem vorderen Lehmhaufen. Und dann können wir uns irgendwann mal auf die Suche machen für die Materialien für die Steinaxt, oder? Finde ich. Haben die eigentlich Haltbarkeit? Die Items? Ich schau gleich mal im Inventar. Nö, scheint nicht so. Also ich sehe es jetzt zumindest nicht auf den ersten Blick. Einfach Diesel mit dem falschen Werkzeug, also Lehm mit dem falschen Werkzeug auch abgebaut und Diesel rausgekriegt. Toll. Wenn der wenigstens für irgendwas gut ist nachher. Das nehmen wir jetzt gleich wieder mit. Für Leder, ne? Ah, verdammt. Ich habe eigentlich gehofft, ich kann seine Attacke unterbrechen. Mit meinem Q-Angriff. Kann ich normalerweise auch, aber diesmal kam es irgendwie, hat es zu spät getriggert. Gravia hieß das Ding, oder? Jetzt. Ich habe wieder nicht drauf geachtet. Aber okay. So. Den Mondstein, den bauen wir lieber nachts ab, wenn überhaupt. Weil noch brauchen wir davon ja auch nichts. Ein Mondgestein oder irgendwas. Soll ich noch einen Zaun rumrum bauen? Oder irgendwie... Ja, wie sind denn Verteidigungs... Was habe ich denn an Verteidigungs... Ach, falsches Werkzeug. Verteidigungsmechanismen, sind die hier? Gar nicht. Toll. Können wir dann vielleicht irgendwann schon mal wenigstens den unteren Stock in Stein umwandeln? Dunkelholz. Norholz. Den müssen wir noch... Norholz waren doch die Trauerweiden, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Hockerchen. Beleuchtung könnten wir mal langsam nochmal machen. Das hat aber letztes Mal semi-gut funktioniert. Ich probiere jetzt mal eine Wandlampe, aber innen hinzupacken. So. Aha. Hier brauche ich jetzt karminrote Glühwein. Und dunkles Bauholz. Na toll. Alle Wandlampe aus Holz. Das ist die, oder? Ja, das sieht die gleich aus nur. Okay, die ist einfacher zu bauen. Nee, Knorrholz braucht die auch. Och Mann. Baumstammlampe?
Prinzip auch Dunkelholz. Okay. Nein, ich will es nicht kopieren. Ich will es. Riechen das jetzt wieder weg. Naja. Das meine ich jetzt. Ich würde. Ja, okay. Das sieht so aus, als ob das hier wahrscheinlich normale Materialien nur braucht. Ja, Leinen. Leinen habe ich hier. Die können wir mal einpacken. Dann können wir wenigstens eine von vier Lampen bauen. Ich habe nicht genug Ressourcen. Ich habe doch alles da. Okay, die packt wahrscheinlich noch. Jetzt wird es schon wieder Abend. Jetzt gehen wir noch mal ganz schnell nach unten. Und ja, der Lehm ist aber noch nicht nachgespawnt. Sieht nicht so aus. Noch nicht. Okay. Dann gedulden wir uns halt. Reicht wahrscheinlich morgen immer noch nicht für die Kochstation. Wir brauchen ja noch 8 Lehm. Und wir kriegen, glaube ich, pro Ding nur 3 raus. Das heißt, ja, gehen nochmal 2. Ah, das können wir aber schon lange bauen. Okay. Muss mal mein Schwert nochmal angucken. Ich glaube, ich habe eine Holzklinge, eine Steinparierstange und einen Holzgriff. Ah, wie kriege ich denn das weg? Mal F1 bauen. Pause kopieren, erstellen, reparieren, Pause löschen. Mit X. Ah ja. Okay. Muss ich aber wahrscheinlich aufpassen, nicht, dass ich die Wand dahinter. Und warum jetzt aber die Lampe hier? Ich habe doch die Materialien in der Tasche. Für das Ding. Mensch. Na gut. Wie auch immer. Ihr meint. So. Also, Geocasting, Holzverarbeitung. Ach, den Schmelzofen wollte ich noch hier in die Ecke. Oft ist für euch okay, dass ich hierfür jetzt halt die Hacke wieder ausmachen muss. Schmelze. So. Ihr braucht auch Lehm und Seile und Steine. Okay. Kriegen wir alles hin. Hier. Pilzchen. Die Pilzchen. Sollten vielleicht irgendwann mal noch. Dortnuss? Dunkel. Okay. Vielleicht irgendwann mal noch nachts auf Materialien suchen gehen. Eisenerz. Das können wir auch mal einlagern. Graviahorn. Das. Ja. Warum nicht? Können wir mal reinpacken. Oh, und natürlich das Öl und den Kleber, den machen wir auch mal hier rein. Plack, ja. Ah, ne, da. Okay. 100 ist die maximale Stickgröße momentan. Zweige wieder noch weg. Okay. Haben wir jetzt wieder ein bisschen Platz für anderen Zeugs. Anderes Zeug, sorry. Hm. Soll ich noch ein Kästchen gleich bauen, oder? Ja. Jetzt habe ich die Leinen. Ja, egal. Die Leinen können wir ja. So. Gehen wir mal nachts auf. Ja, hier unten Glühwürmchen. Wobei mir ja die anderen Holzarten noch gehen dafür. Können wir vielleicht irgendwann anders mal noch mal eine Tour machen. Eine größere, um seltene Bäume hier, da
nicht ganz so weit ist ja dieser andere, dieser Wald, wo voll mit den Bäumen ist, aber der ist auch mit gefährlichen Tieren voll. Vielleicht sollte man dann einfach mal auch die Eisenerz ist auf jeden Fall langsamer mit Respawn. Und irgendwie, nachdem ich was in die Kickslots gezogen habe. Ah, Granit gibt's hier. Stimmt ja. Und hier und da mal noch. Royalit oder irgendwie sowas habe ich, glaube ich, gesehen einmal. Aber dass es kein Mondstein aus da rauskommt, finde ich komisch. Wahrscheinlich braucht man bessere Werkzeuge, um bessere Sachen hier rauszukriegen. Aber das sehen wir dann. Mit dem Nachtgravia will ich mich jetzt noch nicht unbedingt anlegen. Wobei, das ist eins alleine, ne? Diese Lehmviecher, die lilanen Nachtviecher, die sind immer in Gruppen unterwegs. Die sind ein bisschen gefährlicher. Wenn man da eins isolieren könnte. Farewell. Stein nehmen wir mal mit. Das brauchen wir auf jeden Fall auch. Das haben wir ja gesehen für die Schmelzofen dann spätestens. Ein bisschen. Ja, ich habe gemerkt, dass das Pferd mich bemerkt hat, aber hey, wie ist denn das jetzt da durch den Zaun gekommen? Kann mir das mal einer erklären? Das ist gemein. Okay, lässt mich in Ruhe. Man kann ziemlich einfach zum Glück immer noch abbauen von manchen Viechern. Das ist nicht wie Ark. Ah, gesplittertes Holz. Und Kiesel, das ist wahrscheinlich alles Zeugs zum Wegwerfen. Ne? Das macht nur das Inventar voll. Und wenn nicht, dann ist es ja auf jeden Fall sehr einfach wiederzubekommen, falls man es dann doch mal braucht. So. Nochmal Stein. Dann müssen wir halt wahrscheinlich irgendwann mal, wohl oder übel, dem Fluss entlang und einfach Lehm suchen. Sorry, Leute. Ich vergesse immer wieder, dass ihr noch weniger seht als ich, obwohl ich ja schon teilweise blind bin hier in der Nacht. Also Glühwürmchen mit der Dämmerung und dann wird schon wieder Tag. Okay, war ich eigentlich gerade auf der Suche nach so einem isolierten kleinen Viech in der Nacht zu suchen, um zu killen oder zu versuchen zu killen, zumindest mal. Obwohl, ich habe ja Heil-Items, ich sollte die halt einfach nicht unterschlagen und vergessen. Dann müssen wir hier halt mal ein bisschen mehr ausbauen, ne? Bevor hier Stadtangriff kommt irgendwann. Kann der so. Also erstmal machen wir die Stadt als Spawnpunkt. Wenn wir uns jetzt hier noch ein bisschen. Nächster Angriff in. Also kommt es wirklich erst, wenn ich den hinzufüge, ne? Na dann. Bauen wir aber erstmal noch ein bisschen fertig. Also hier brauche ich dann irgendwann Stein. So viel habe ich aber auch gar nicht gesammelt. Ne? Holz, Lehm. Lehm und Seil. Ja, der Lehm ist nachgespawnt. Das ist sehr gut. Gehen wir aber über die Brücke. Ist auf jeden Fall einfacher, da hinzukommen. Aber mit den einzigen zwei Quellen da unten und zwei Nachbarn. Puh. Ich hoffe mal, dass die nicht mehr so viel brauchen. Hier gibt es wieder Kleber und Öl. So ganz so selten scheint es ja auch nicht zu sein, in den Steppen zumindest oder in dem gelben Grasgebiet hier.
Ah, dort ist auch noch mehr. Ah, ne. Das ist ja genau das Vorkommen, das ich meinte die ganze Zeit. Sehr gut. Genau, 3. Okay, dann gibt es hier aber 6. Und da oben dann bitte nochmal 6. Oder da hinten, nicht da oben. Das wäre schön. Dann haben wir wenigstens mal 12. Dann können wir wenigstens mal... Ja, was sollen wir denn erst machen? Den Schmelzofen? Nee, da gibt es wieder nur 3. Dann schauen wir mal. Braucht mal ein bisschen länger, bis wir beide... Station und Schmelzofen gemacht haben. Hier ist keiner mehr. Da hinten ist noch ein bisschen Lehm. Ja. Da oben ist noch mal Eisenerz. Ja, dann mache ich, glaube ich, sogar erstmal den Schmelzofen. Na. Das ist aber, das hat jetzt größer ausgesehen als alles andere und hat trotzdem nicht so viel abgeworfen. Das ist, finde ich, ein bisschen... Und wenn es größere Lehmhaufen sind, dann könnte das auch ruhig hier oder mehr Lehm abwerfen als die kleineren. Nehmen so kleine Haufen nur 2 abgeben und größeren dann halt 4 und die normal mittleren dann normal 3. So wie sonst halt jetzt auch alle. Das wäre vielleicht noch ein bisschen, aber ja, will mich nicht beschweren. Solange überhaupt was da ist, ne?